Ich mache Thai-Boxen. Das ist anstrengend, bringt mich zu schwitzen, aber macht total viel Spaß. In Hannover findet jetzt ein Kampf statt im Bärnackel. Knochen auf Knochen. Bärnackel bedeutet Boxen ohne Handschuhe. Boxen, bis das Blut spritzt. Starke Jungs, halten viel aus. Ohne Schmerzen, ja, das ist keine Kampf, oder? Die Brutalitätsgrenze ist fast ausgeschöpft. Und ich frage mich, ist das noch Sport? Mississippi! Achtung, es wird blutig. So sieht der Hype aus. Boxen ohne Handschuhe. Wie eine Kneipenschlägerei im Ring. Another right hand on the step in from Knight. The turn from Lobov. Wow. The bell. The end of it. In den USA ist das ein Millionengeschäft geworden. Und jetzt kommt dieser Sport auch nach Deutschland. Jan, hinter der Kamera, und ich fahren auf die Reeperbahn. Marco wird nämlich Bärnackel kämpfen und trainiert hier auf dem Kiez. Früher hat er wie ich Thai-Boxen gemacht. Mittlerweile ist er auch Trainer. Dann gehen wir hier rein. Ja, wir folgen dir. Da bist du ja. Guck mal hier, das bist du, ne? An der Tür hängt schon die Werbung für seinen Kampf. Das war von einem anderen Kampf. Hier, guck mal. Von Infusion, auch eine gute Veranstaltung. Geil. Ab in den Keller. Danke. Die Ritze hier ist Kult. Hier haben schon große Champions geschwitzt. Richtige Sauna. Es ist richtig schwül. Kommt rein. Man riecht richtig die Feuchtigkeit. Ich finde diesen Keller halt mega geil, weil ich kenne den nur aus dem Fernsehen. Und einmal hier so ein Stück Boxgeschichte zu schnuppern, ist schon ganz geil. Da, guck mal, Axel Schulz. Guck mal, hier sind die Klitschkos noch. Dieses kleine Foto da. Hier Iron Mike, natürlich den kennt jeder. Iron Mike Tyson. Ah, geil. Hier, Alter. Ich bin man nachts aufgeblieben, um seinen Kampf zu sehen. Felix Tito trainiert hat. Hier wird Boxsport gelebt. Allerdings, wie man es kennt, mit Handschuhen. Burger und Boxen. Nun locker! Mach die Kamera auf. Wie haben die mich trotzdem geschlagen? Super. Okay, ne? Spitze, 1A muss man sagen. Also besser als der Durchschnitt. Sorry. Kämpfen ohne Handschuhe, härter geht es kaum. Beim Bärnackel sind Verletzungen schon eingeplant. Hier hatte ich mir in dem Kampf die Hand mal gebrochen. Da kamen oben die Knochen raus. Und den Kampf habe ich noch zu Ende gebracht, aber nur mit links. Ja, da habe ich nicht auf. Da gab es kein Aufgeben. Es ging immer weiter. Kopf abschalten und dann ist es weiter. Du bist ein bisschen verrückt, oder? Ich habe ein Kämpferherz. Ne? Man hat es als Kämpfer das Herz an der richtigen Stelle. Dann ist man nicht verrückt. Ne? Man ist halt ein Kämpfer. Nee, da schlagt jemand ein mit einer puren Faust und der schlägt dann noch dreimal zurück und der schlägt dann wieder zurück. Also diese Faszination, wie sich Menschen so pushen können, mit so einer Brutalität weitermachen zu können. Ich glaube, das ist so der Reiz so dieser Brutalität. Ich kann jetzt keine Prognose erstellen, wie der Kampf laufen wird. Ich wünsche mir natürlich, dass er schnell und unverletzt vorbeigeht, aber dass ich auch noch ein bisschen mal so Kontakt kriege und weiß so, boah, das war schon heftig so, ne? Mal ein paar Schläge selbst kassieren. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber ich wünsche einfach, dass ihr so gesund wie möglich daraus kommt. Das kann ich euch, glaube ich, sagen. Ich hoffe es auch. Wir werden Samstag sehen, wenn wir uns dann nochmal hören. Ich hoffe, ich kann dann noch gut reden und bin dann auch noch glücklich. Abgefahren. Ist deine Frau dabei? Meine Frau ist dabei. Heide, einer muss mich ja nach Hause bringen. Wer weiß, ob ich das danach noch weiß. Vergiss deine Krankenversicherungskarte. Nein, die ist immer dabei. Ja, Marco, vielen Dank. Toll. Dankeschön. Okay. Why do you want to fight? What you talking about? I just told you why. No, you didn't, Donnie. Why do you want to fight? Wie hart darf Kampfsport eigentlich werden? Ist Bärnackel, dieser extreme Blutsport, noch okay? Ein richtiger Hamburger ist auch ein Hamburger Franzbrötchen. Klassisch. Kampfsport ist hart. Es tut weh, man kann sich verletzen, Cuts, Gehirnerschütterungen, Brüche am Schädel, Brüche an der Hand. Wir wollen jetzt wissen, wie gefährlich ist eigentlich Bärnackelboxen für den Kämpfer, für den Sportler, für den Menschen. Wo kann er sich verletzen? Was ist am gefährlichsten? Wo tut es richtig weh? Wo wird es vielleicht auch lebensgefährlich?
Sollte man das überhaupt machen oder sollte man das nicht machen? Das fragen wir jetzt einen Arzt, Dr. Aukay. Der ist Boxarzt. Der war schon an diversen Boxringen und hat dort verletzte Boxer betreut. Den fragen wir jetzt, der sitzt jetzt hier im Reha-Klinikum. Und mal gucken, was er uns sagt. Wir können Sie einmal den Knopf aufmachen. Also, hoppa. Ja, ich habe geboxt. Auch Wettkämpfe? Ich habe auch Wettkämpfe gemacht in Berlin. Und Berlin ist ein toughes Pflaster. Irgendeinen Kampfsport sollte man können. Unser Egon, ja. Von der Statur könnte er glatt ein Boxer sein. Ne, wenn der Gegner hier steht, kann es natürlich sein, dass man hier auf die Faust trifft, das Jochbein, der Kiefer, ne, das fliegt gleich mit. Es gibt Regionen, die sind besonders sensibel, wie das Nasenbein, aber hier oben auch der Knochen, weil die sehr stark nerval versorgt sind. Also da gibt es viele Nervenstränge und wenn die buff einmal was abkriegen, dann macht es oben in der Zentrale einmal Peng und dann geht die Sicherung durch und dann geht man K.O. Denn es ist ein Volltreffer. Typischerweise hier am Kiefer, aber es kann auch oben hier das Nasenbein sein. Das sind so sehr sensible Punkte. Das Gehirn ist natürlich bei jedem Kampfsport, der gegen den Kopf geht, in gewisser Hinsicht auch gefährdet. Es kann zu Gehirnerschütterungen kommen. Eine Gehirnerschütterung entsteht dadurch, dass eine biomechanische Kraft von außen dazu führt, dass man den Kopf einmal in die Richtung oder in die Richtung schüttelt und das Gehirn im Schädel gegen die Schädeldecke aufschlägt. An den Händen ist es so, dass die typische Verletzung hier der Bruch des fünften Mittelhandknochens ist. Wird auch Boxerfraktur genannt. Wenn man unsauber trifft, dann kann es sein, dass man mit dem Daumen, wenn man hier irgendwo trifft, dass der einmal so ausgerenkt wird und dann macht es einmal hier Knack. Durch die Handschuhe ist es einmal so, dass die eigene Hand geschützt wird. Mhm. Ja? Und andererseits ist es so, dass der Gegner auch geschützt wird, weil man keinen direkten Knochenkontakt hat. Mhm. Das heißt, wenn man ihn trifft am Kopf oder am Körper, hat man erstmal nochmal ein Polster dazwischen. Also wenn ich mit der bloßen Hand zuschlage, dann kann ich den Gegner eher verletzen, eher richtig. Cutten. Ja. Also richtig. Ja, das Verletzungsrisiko ist viel höher. Also gerade im Kampfsportbereich muss man sagen, dass die Kommerzialisierung in den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen hat und man immer wieder versucht, neue Produkte irgendwie so an den Mann zu bringen. Und das Bare-Knuckle-Fighting ist für mich als jemand, der sich mit olympisches Boxen beschäftigt, eher ein Rückschritt. Und auch Frauen mischen beim blutigen Brutalo-Kampf mit. Sind Bare-Knuckle-Kämpfe eigentlich legal? Wie ist das eigentlich in Deutschland? Wann ist ein Sport legal, wann ist ein Sport illegal? Ist Bare-Knuckle zu hart oder ist Bare-Knuckle okay? Es folgt ja ein paar Regeln. Wir wissen es nicht, das fragen wir einen Sportrechtsanwalt. Der sitzt hier drin, Jens von Appen. Hatte schon mal die Klitschkos als Mandanten. Na, vielleicht gibt's da was zu essen. Ja, da ist er noch schlank und untätowiert. Haben Sie schon mal gesehen? Nee, Sie haben mich mit der Sportart, ehrlich gesagt, also es liegt ja eigentlich auf der Hand, aber Sie haben mich damit, ehrlich gesagt, total überrascht. Irre. Ja, das ist totaler Wahnsinn. Es ist mir schlichtweg zu brutal. Aber finde ich echt. Aber offensichtlich, ich meine, das ist natürlich die Sensationsgier des Publikums. Also die machen ja unfassbar Quote mit solchen Sachen. Letztendlich, die gehen da beide in den Ring rein, wissen, was auf sie zukommt. Und solange sie noch so wach sind, dass sie frei entscheiden können, diesen Kampf durch Abklopfen oder durch Handzeichen oder was auch immer zu beenden und sozusagen mit einem freien Willensentschluss den Kampf tatsächlich auch zum Abschluss oder zum Ende bringen. Oder aber, wenn es Regelungen gibt, wo das durch den Ringrichter passiert, weil der nicht mehr in der Lage ist dazu. In dem Moment sagt das Verwaltungsgericht Gießen in dem Fall, ich glaube, das war eine Entscheidung aus dem Jahr 2011, dass die Garantie der Menschenwürde dadurch gewahrt sei. Mir ist es zu brutal. Mir ist es definitiv zu brutal. Aber noch legal. Zu brutal, aber legal. Ja. Sie haben zuerst geblendet. Ja, ich hab verloren.
Also Jan, ich bin auch wirklich ein bisschen überrascht gerade, oder? Ja. Dass Artikel 1 des Grundgesetzes quasi greift beim Kampfsport. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und solange ein Kämpfer selbst aufgeben kann, beziehungsweise vom Ringrichter aus dem Kampf rausgeschmissen werden kann, ist die Würde des Kämpfers unangetastet. Kurzer Einschub. Boxen mit blanken Fäusten ist eigentlich aus der Vorzeit. Im antiken Rom oder im 18. und 19. Jahrhundert, als in britischen und irischen Communities Wettkämpfe mit Fäusten ausgetragen wurden. In Australien dauerte ein Kampf 6 Stunden und 15 Minuten. Vor 140 Jahren wurden dann Handschuhe zum Schutz eingeführt. Jetzt kommt der Schritt zurück. Wie beim Bärnackelkampf in Hannover. So Jan, wir sind da, ne? Ja. Was sagst du? Ich bin gespannt. Wir passen halt überhaupt nicht hierher, ne? Warum nicht? Guck uns an! Ne? Ich glaube, wir fallen da körperlich ein wenig aus dem Raster. Ja, wir zwei hinten. Der Dresscode hier, Tattoos und Stirnacken. Ist Bärnackel noch Sport oder gehen diese Kämpfe zu weit? Für mich ist klar, dass ich es live erleben muss. Irgendwas Faszinierendes muss es ja auch haben, sonst würden nicht so viele kommen. Aha, Frank Hanobuth ist auch hier. Er war lange Chef der Hells Angels. In der Halle ist es heiß. Ich schwitze. Zuerst aber kommt Power FC. 32 Frauen und Männer messen sich im Thai-Boxen, klassischen Boxen, MMA und K1. Alle tragen Handschuhe. Bärnackel kommt zum Schluss. Markus Kampf ist das Highlight. Marco, alles gut? Bo, wie geht's dir? Gut. Hätte ich nicht gedacht, dass so eine positive Riesenresonanz an dem Bärnackelkampf ist. Schön, oder? Ja, klar. Das macht, ehrt einen natürlich, aber so ein Druck steigt dann natürlich ein bisschen. Marco geht zum Bandagieren seiner Hände. Dort trifft er auch auf seinen Gegner. Ehrlich gesagt, ich wünsch mir echt nur, dass die halbwegs gesund da rauskommen. Wenn die sich da am Ende komplett die Gesichter zerbannen, das ist da glaube ich auch nicht das, was ich sehen möchte. Was ich gerne sehe, ist das. Kampfsport. Athletisch, mit Technik, Taktik und Finesse. Aber mit Handschuhen, um Verletzungen zu minimieren. Ist das beim Bärnackel nicht wichtig? Das Tapen ist ein ganz sensibler Bereich. Noch? Wir wären gerne da drin und hätten das gesehen, aber leider darf da nur eine Kamera rein und wir stehen jetzt ein bisschen außen vor. RTL 2, WDR und auch wir. Alle wollen den neuen Trend Bärnackel sehen. Und wer da freiwillig boxt, bis das Blut spritzt. Jan, egal wer rauskommt, halt einfach auf die Hände, ja? Halt einfach auf die Hände. Das ist Markus' Gegner. Karl Stahl. Kampfgewicht 97 Kilo. Erklär uns kurz einmal, wie die Bandagen da aussieht. Also die Bandage ist im Prinzip ähnlich gewickelt wie die normale Bandage. Wir haben hier einen Steg, damit wir greifen können, dass die Hand halt keinen Hohlraum dazwischen hat. Wir haben hier das sehr festgemacht, wie beim Boxen auch. Der Daumen ist mitgemacht. Ja, dass er auch, weil wir die Daumen alle frei haben, muss er auch fixiert sein. Und was wir hier nicht haben, wir haben hier keinen Aufbau. Kannst du mir noch einmal nur andeuten, wie du dann mit der Faust zuschlägst? Wie gegen mein Kinn? Oh, okay. Hier. Ja, mit der Licht scheiße ist, wenn du so triffst. Weiß ja gar nicht, der Gegner.
Ja, das ist immer für Leute schwer zu glauben, aber wir möchten, dass wir beide unverletzt rauskommen. Wir möchten einen geilen Fight machen, wir möchten uns ein bisschen aufs Mett hauen, das war's. Ne? Und möchten nicht, dass wir irgendwelche Brüche oder irgendwelche Sachen haben. Deshalb ist das wichtig, das ist unsere Sicherheit. Ich bin jetzt aufgeregt, ich freue mich drauf. Ich habe alles durch, ich habe alles gemacht. Muay Thai, Kickboxen, MMA, Boxen, Ringen, Grappling. Aber das noch nicht. Gerade fragt man sich zwar, warum mache ich den Scheiß, aber man wird das sehen. Ja. Und irgendwie ist das cool. Und dann werden wir heute den Leuten genau das zeigen, was sie sehen wollen. Was wollen Sie denn sehen? Eine Ballerei. Eine Ballerei? Ich bin immer noch unsicher, was daran geil sein soll. Erste deutsche Bärnackelkampf. Hammer, da muss man da dabei sein, oder? Das Beste, ohne Handschuhe. Normalerweise ohne Handschuhe ist besser. Ja, hat man früher in der Schule auch so gemacht, ohne. Oder? Also als Zuschauer total unterhaltsam. Die Leute, die das machen, ja, nennen wir sie mal mutig. Sieht natürlich auch sehr cool aus. Das ist, starke Jungs, halten viel aus. Ich für mich selber könnte es nicht nachvollziehen, würde es auch nicht machen, aber wenn man es braucht. Ohne Schmerzen, ja, das ist kein Kampf, oder? Es fehlt noch ein bisschen das richtige Adrenalin bei mir. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie so richtig warm werde ich schon, nicht? Aber mal gucken. Wir sind ja nicht zu einer Schulhofschlägerei. Es wird professionell. Professionell ist auch das Rahmenprogramm. Imagepflege für den Kampfsport. Ja, aber das Licht macht mich nicht noch mehr. Jetzt sehen Sie gut aus. Danke. Dann gibt es heute Abend noch einen Bärnackelkampf. Highlight, ein Bärnackelkampf. Ja. Boxen ohne Handschuhe. Ja, habe ich mal gesehen im Fernsehen mit Brad Pitt in dem Film. Wie hieß der Film? Fight Club. Nein, nicht Fight Club. Der hieß anders. Es war ein Guy Ritchie-Film. Snatch. Snatch, genau. Da habe ich das gesehen, das erste Mal. Fand ich auch geil. Jetzt sehe ich es mal in echt. How much do you know about bare-knuckle boxing? Bare-knuckle boxing is cool. I got this in NRPR Mall. Ich habe viele Sachen gesehen. America gibt es alles. But I think that's cool heute. So, an Abwechslung from the program. Bare-knuckle fight ist auch geil. Warum ist bare-knuckle fight geil? Es ist etwas anderes. Ein bisschen Stufe higher als, you know, ganz normal campen und das ist ohne Gloves. Ich finde das etwas spektakulär zu watch. Ist das noch Sport, Bernackel? Ah, das weiß ich nicht. Also sicherlich, ich bin gespannt. Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe noch nie so einen Kampf gesehen. Ich glaube schon, dass das extrem gefährlich ist. Ich bitte in die blaue Ecke, John Stark! Dann geht's los. 5 Runden, jeweils 2 Minuten. Sport oder Schlägerei? In den ersten Runden schlagen beide mit angezogener Handbremse. Es ist trotzdem hart. Marco geht zu Boden. Stahl schlägt nach. Aber ja, es gibt sie. Regeln. Die Würde des Menschen bewahrt durch einen Ringrichter. Marco hat einen Cut unter dem linken Auge. Stahls rechte Augenbraue ist aufgeplatzt. Der Kampf wird noch härter. Aber die Hände machen das nicht mit. Stahl greift mit offenen Händen an. Schellen statt Schläge. Wenig Taktik, wenig Technik, viel Gewalt. Ich finde, Bare-Knuckle ist sowohl Sport als auch schwere Körperverletzung. Wie die sich in die Fresse hauen, fasziniert und erschreckt mich zugleich. Karl Stahl ist der Sieger. Zum Glück ist niemand K.O. gegangen.
Marco verliert seinen ersten Bärnackelkampf einstimmig nach Punkten. Aus meiner Sicht ist es ein knappes, aber gerechtes Urteil. Und Marco scheint bei Sinnen. Mir geht's gut, ne? Ich kann gehen, ich kann mich bewegen und so. Mein Gesicht sieht jetzt ein bisschen schlimmer aus, aber so. Es gibt schlimmere Kämpfe, wo ich gehabt habe in der Vergangenheit. Was ist denn mit deinem Auge? Ist es eigentlich nur blau? Das ist ein ganz normales Hämatom jetzt und so. Ne? Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, aber das in 2-3 Tagen ist es weg. Ja. Willst du das nochmal machen? Definitiv. Normal, auf jeden Fall. Warum nicht? Auf jeden Fall. Wenn das Geld stimmt, mache ich alles. Ne? Ja, ist nur eine Frage des Geldes. Für Karl ist es eine Frage der Ehre. Er hat seiner Frau versprochen, es nie wieder zu machen. Karl, wie war's? Ja, saugeil, ne? Also hat richtig Spaß gemacht. Hab ein bisschen die Pfote verletzt, aber da ist, glaube ich, kein Bruch drin. Das ist ganz gut, tut einfach nur weh. Und war super. Fairer Gegner, ich glaube, man hat es gesehen. Handshake jede Runde. Wir haben Spaß gehabt, wir haben Gas gegeben, wir haben gezeigt, dass wir Sportler sind und keine Klopper. Die Hand, die wird morgen gut geschwollen sein. Das ist schon eine Nummer für die Hände. Ne? Das sind die Hände. Was ist mit deinem Gesicht? Ja, der Cut, den hatte ich Montag schon. Den habe ich mir beim Training zugezogen. Den habe ich gestern die Fäden ziehen lassen. Von daher war das klar, dass der aufgeht. Das war jetzt nicht dramatisch. Und sonst habe ich nicht viel, glaube ich. Nase hat geblutet. Ja, das ist ja kein Galitz, ne? Das ist ja jetzt nichts. Ich fand's, ich habe es mir gerne, ja doch, ich habe es mir schon gerne angeguckt. Aber ich finde, es ist nah an der Grenze zu, geht das noch oder geht es nicht so? Auf alle Fälle. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Und ich werde das auch verdauen und mir nochmal angucken. Aber es ist schon, es ist ein makaberes Ding. Also braucht man jetzt nicht drüber sein. Die Brutalitätsgrenze ist fast ausgeschöpft. Das ist das Schlusswort. Die Brutalitätsgrenze ist fast ausgeschöpft. Bärnackelboxing. Ist das Sport oder ist es etwas anderes? Wollt ihr so etwas sehen? Schreibt es uns in unsere Kommentare und dann könnt ihr einen geilen Film sehen. Geile Filme. Steuerung F.